Hier sind wir wieder in The Legend of Zelda Skyward Sword. Wo ist sie bloß hin? Hast du ein Problem? Brauchst du Hilfe? Was mache ich noch? Was ist denn los? Beruhig dich, beruhig dich. Ach Mike, hast du kurz Zeit mir zuzuhören? Danke. Es ist so. Mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie ist schon zu lang weg. Also habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn dir noch etwas passiert ist, ich mache mir solche Sorgen. Mike, kannst du vielleicht nach ihr suchen? Sie hat gesagt, dass sie diese bunte runde Insel sie interessiert. Also ist sie wohl nach Südwesten geflogen. Nie ohne Seife waschen. Da. Also für euch da, aber für mich da. Verlass mich auf dich, Mike. Okay, wir haben jetzt eine zweite Quest. Aber was wir eigentlich heute machen wollen, wie ihr alle sicherlich wisst, ist mit unserem neuen kleinen Roboter-Freund. Wir lernen es auch, wie wir noch kennen. Wollen wir etwas finden? Okay. Roulette-Insel. Hier wahrscheinlich, oder? Na gut. Dann erstmal auf zur Roulette-Insel. Dann können wir noch weiter schauen. So, da sind wir bei der runden Insel. Südwestlich. Falls ich es richtig verstanden habe. Und ja, hi. Meine Roulette-Scheibe ist von hier hinuntergefallen. Ohne sie kann ich meinen Traum nicht verwirklichen. Sie hat mir immer so viel Kraft und Antrieb gegeben. Doch nun, fort. Armer Clown. Wollte doch nur seine Insel hier aufbauen oder so. Und jetzt ist hier was runtergefallen. Tja, da kann ich helfen. Ciao. Weiß nicht, ob ich ihm helfen kann. Ich dachte, das wäre die Insel. Südwest. Ja, vielleicht in der Wüste Ranell? Ich weiß halt wirklich nicht, wo wir jetzt hin sollen. Ich schätze mal, Erdland ist Wüste Ranell mit gemeint, aber Erdland könnte auch Wald von Throne gemeint sein. Also ich habe absolut keine Ahnung. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich habe alle Schatten aus einem Speicher auf deiner Karte markiert. Du kannst zu jeder von ihnen reisen. Leute, ich habe das Gebiet verwechselt. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Ich musste extra nachschauen, weil ich war mal wieder stuck. Ich liebe dieses Spiel, ich bin immer stuck. Auf jeden Fall, hier an diesem Vulkan müsst ihr euch tippen. Und wir wissen ja schon den Tipp, dass wir mit unserer neuen Harfe Musik spielen können in der Nähe von Schmetterlingen. Da oben sehen wir schon ein paar Schmetterlinge. Und ich weiß nicht warum, aber man kann hier Musik spielen. Und dann passiert was. Unser kleiner Oingo Boingo kommt. Boing Oing. Der. Gibt es einen Tipp? Schieß das Licht eines Artefakts, der Göttin in den Himmel. Findest du dort in einer Schatztruhe vielleicht sogar ein Herzteil? Nachdem man mit dem gesprochen hat, kann man hier unten das Ding einfach finden. Es liegt da literally einfach rum. Wie kommt man darauf? Hier liegt's einfach rum. Einfach so. Das ist es. Das ist das literally. Wie kommt man darauf? Das ist so dumm. Hätte man wirklich mal einen richtigen Tipp geben können. Wo es vielleicht in der Nähe ist. Oh, es ist in der Nähe eines Vulkans gelandet oder sowas. Dieses Objekt scheint der gesuchte Windradpropeller zu sein. Ja. Aus irgendeinem Grund ist es hier. Es ist möglich, den Roboter zu rufen, um ihn abtransportieren zu lassen. Soll ich den Roboter rufen? Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter wie gewünscht rufen. Verehrte Fall, ihr habt mich gerufen. Das hier soll ich abtransportieren. Du stehst im Weg, grüner Wicht. Mach dir gefälligst Platz. Unfreundlich wie immer. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Ich bin raus. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Propeller an seinen Platz bringst. Keine Ahnung übrigens über dieses kleine Kind.
Ich würde mal sagen, da kümmern wir uns auch später drum. Ich habe ja gesagt, nach ungefähr jedem Dungeon möchte ich einmal eine Folge mit Ingi machen, wo wir uns alles mal anschauen, was ich verpasst habe. Basically, verpasse ich jetzt extra mehr oder weniger ein paar Sachen. Dann können wir zumindest eine coole Sammelfolge machen. Ich hoffe, euch hört das nicht. Ich denke, das ist eine gute Balance. Klar könnte ich auch, wenn ich wüsste, wo alles ist, alles in einem machen, aber ich weiß es halt nicht. Ich spiele blind. Ihr wisst es alle, dass ich blind spiele. Und ich versuche, 100% zu machen. Ich verspreche aber hier nichts. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Walkman wieder. Oh lol! Der fliegt da mit uns hin. Seht ihr das? Rennt hinter uns. Der klebt da uns dran. Mehr oder weniger. So, fliegen wir direkt mal, landen wir direkt mal an dem Ort, wo wir überhaupt hin müssen. Da müssen wir nicht die ganze Zeit hinlatschen. Wo war denn das? Oh. Oder Cutscene. Ah. Wir landen einfach direkt hier, okay. Alles klar. Die Lieferung ist da. Ein praktischer Windradpropeller. Bitte sehr. Da, das ist euer Problem. Ruf mich jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt, Fei. Für die verehrte Fei fliege ich bis ans Ende der Welt. Keine S3. Ich mag ihn nicht. Doch nicht. Oh, ist das nicht der kleine Roboter von unserem Drucker? Ich glaub's nicht. Das ist doch unglaublich. Du hast also tatsächlich den Windradpropeller aus der Welt unter den Wolken geholt. War dieses ganze Gerede von Darukus Ahnen am Ende wirklich wahr? Ich fass es nicht. Da wird der Wolkenvogel in seinem Nest verrückt. Aber gut, ich kann dann mal versuchen, das Windrad hier zu reparieren. Aber das war jetzt wirklich ehrlich gesagt die Stelle, wenn ich nie nachgeschaut hätte für irgendwas in diesem Spiel, ne? Das ist die Stelle, da hätte ich auf jeden Fall nachgeschaut, weil das hätte ich niemals gefunden. Das hier hin und das dorthin. Hm. Doch noch hier hin. Bang, bang, bang. Genau hier. Puh. Oh. Das soll es gewesen sein. Wenn du den Propeller sagst, du kriegst dich zu drehen, kannst du das Windrad wohl jetzt ausrichten. Gelan! Gelan! Oh, so ein Ärger! Meine Frau hat mich gebeten, den Schrank in unserem Haus zu reparieren. Oh, sie steht auf der Suche nach irgendjemandem, der irgendwas für sie erledigt. Dann bis später, Mark. Ja, dann viel Spaß mit deiner Frau. Ich wünsche dir viel Glück. Und wir wollen ein bisschen blasen. Ich schätze mal so lange, bis wir das Blaue sehen. Oder so. Oh. Ich wollte einen Joke bringen, dass ich auf meine Uhr schaue, weil es so lange dauert. Ja, also. Ich glaube, ein guter Zeitpunkt zu sagen. Like das Video. Und ja. Der Leuchtturm erhebt sich. Was ist das? Ein Spiegel? Hat sich Zelda dort geschminkt? Ich dachte, das macht sie eigentlich in ihrem Zimmer. Lass uns mal nachschauen, ob es überhaupt wirklich ein Spiegel ist oder ob es... Naja. Was ganz anderes ist, weil schaut mal, da kommt so ein Licht hervor. Oh, 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 wo bin ich hier? Wasser. Hab ich nicht gesehen. Egal. So, nimm das mit. Du hast nichts Neues zu sagen. Okay, schön, wir kommen weiter. Toll, ganz toll, wunderbar. Das freut mich doch. Die Glanzflare ist wunderschön. Oh yeah. Also, wie steht's? Oh, ein Ring mit überall Punkten. Wo habe ich das schon mal gesehen? Bei der alten Frau. Huh? Ja, ich wollte sowieso gerade Musik spielen. War es richtig? Thank you.
Reicht dann auch. Krasse Animation. Das Title-Theme von Zelda Skyward Sword. Und jetzt drehen wir uns, weil wir ein Lied gesungen haben. Und der Spiegel zeigt auf einmal auf einen unerkundeten Ort. Ganz weit weg. Und da kommen wir jetzt hin. Gebieter, ich spüre, dass sich am Ende dieses Lichtstrahls Hinweise zu den drei Flammen befinden. Ich würde daher empfehlen, ihn näher zu untersuchen. Das wollen wir nochmal machen, oder? Das war eigentlich ganz cool. Der ganze Aufbau mit dem Leuchtturm. Das ganze Rätsel des Leuchtturms somit gelöst. Das war dafür da, dass wir einen neuen Teil der Map freischalten. Und zwar den hier, glaube ich. Ist das richtig so? Wo ist denn das? Ist das nicht hier? Doch, da. Da ist es. Und wie ihr seht, ich gucke in die Richtung. Dort können wir nun rein. Und ich denke mal, dass wir jetzt den großen Teil hier der Ecke dieser Map jetzt endlich mal freischalten. Und wahrscheinlich wird sich dort das vierte Gebiet befinden. Oder was auch immer. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, Inge hat mir gesagt, ich soll da nicht rein. Ah. Ja, okay, gut. Ist nur ein bisschen nervig, hat jetzt nichts Schlimmes getan, aber oh Gott, die tauchen ja sehr oft auf in dieser Umgebung. Da muss ich aufpassen. Okay, komm. Hinein. Diese große Tornado. Große Wolkenwelt. Oder was auch immer das hier ist. In der Sturmwolke. Aha. Okay. Ja, hier sind zwei große Inseln. Da ist ein Regenbogen, da bin ich auf jeden Fall zuerst hin. Das sind Viecher, die hier rumfliegen. Oh, die greifen mich an. Oder? Sind die böse? Ich weiß es nicht. Sie verfolgen mich auf jeden Fall. Sie hören sich auf jeden Fall nicht nett an. Also habe ich ein bisschen Angst vor denen, aber I don't know. Achso, jetzt nur zum Heilen. Okay, gut. Hier ist die. Okay, gut. Bei der Gay Rainbow Insel gibt es nur Heilung. Schön. Ach, da sollen wir hin. Der Strahl sagt es uns auch schon, dass wir da hin sollen. Okay, Absprung! Was ist denn für ein Ort? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Diese Insel ist mir unbekannt. Ah doch, warte, ich kenne sie doch. Man nennt sie die Stadt der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen, Gebieter. Mir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turms möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung nach einer Möglichkeit zu untersuchen. Danke, Fei, das hätte ich jetzt auch getan. Gut. Was steht denn drauf? Drehe das zentrale Podest, vervollständige die Brücke und betritt die Stätte der Lieder. Können wir ein neues Lied freischalten? Jetzt schon so früh? Hier ist ein Gate, da können wir nicht durch. Da hinten ist irgendwas, oder das ist vielleicht nur Deko, ich weiß es nicht. Können wir was verschieben oder so? Können wir Musik spielen? Was ist denn hier? Durch so Angst, Link. Hm? Kann ich hier nichts machen? Doch. Oh Gott, das ist so ein Schieberätsel. Oh nein. Müssten die auf diesen gelben Punkten stehen? Dreh doch. Hä? Er will nicht. Ach so, gedruckt halten. Ah, aber das ist nicht ganz drauf. Wie drehe ich denn die anderen? Falls ich sie drehen kann. Hm? War das richtig?
Seht ihr das da hinten? Moment. Ist das eine Truhe? Naja, wie auch immer. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kann ich ihn nicht verschieben? Hier macht er halt so einen komischen Sound. Deshalb denke ich mal, dass das hier richtig ist. Oder so. Lass mich mal darüber fliegen. Oh. Bin ich hier richtig? Nee. Sehr seltsam. Tatsache, hier ist eine Kiste. Aber die können wir noch nicht öffnen. Na gut. Ich bin voll verwirrt von dieser Insel, ne? Irgendwas habe ich ja offensichtlich hier verpasst. Kann ich den nicht irgendwie umändern? Den Schalter irgendwie umändern? Doch. Doch, ich kann den Schalter umändern. Okay, aha. Der andere? Der hier? Wieso bewegt ihr auf einmal so viel? Ich brauche ein bisschen Denkzeit. Ja, mach doch. Der ist da jetzt stuck. Moment. Oder ist er jetzt überhaupt stuck? Wieso bewegt denn auf einmal alle drei? Vorhin habe ich ja nicht alle drei bewegt. Oder war die stuck? An der Tür wahrscheinlich, oder? Ja doch, ich glaube schon. Okay, also ich glaube, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Und zwar ist meine Aufgabe, glaube ich... Boah. Bing. Wie unnötig, mein Gott. Ja, ich glaube, meine Aufgabe ist es, alle drei in die Mitte da oben zu bringen, gleichzeitig. Oder? Ich denke mal. So. Ist das so richtig? Okay, nee, der ist zu früh da. Und der auch. Ach, come on. Das ist aber auch so nervig, ne? Vielleicht mache ich ja wirklich mal ein paar Folgen lang nur mit Controller-Steuerung, um zu gucken, wie es ist. Ganz ehrlich, vielleicht mache ich das wirklich. Würde euch das interessieren, wenn ich mal ein paar Folgen lang Controller-Steuerung mache und mal gucken, wie es sich halt so steuert, ne? Schon wieder falsch. Ja, ist jetzt schon wieder falsch. Kann ich das zurücksetzen? Hä, die habe ich perfekt? Habe ich das geschafft? Ja, die will ich jetzt nicht verlieren, ne? Mist. Moment, 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 Moment. So. Zack. Zack. Der ist aber sofort. Das heißt einmal noch, glaube ich. Noch einmal. Ja, das ist doch perfekt. Oder? Irgendeiner. Keine Ahnung. Mach einfach. Ja, und jetzt schieben. Einmal. Ohne nachzuschauen. Geschafft. Boah, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber...
Stick ist einfach weg. Ah, bin schon froh drüber. Nice. Da kann man sich mal auf die Schulter klopfen, wa? Ja, wie auch immer. Was für schöne Schätze haben wir denn hier drinne? In wo auch immer wir hier drin sind. Natürlich immer schön speichern, ne? Immer schön viel speichern. Riesige Kammer. Naja, dieses Symbol kennen wir ja bereits. Wissen alle, was zu tun ist. Hier! Ihr Mund bewegt sich. Ist sie lebendig? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, lausche nun der Botschaft der Göttin. Tanzt jetzt wieder? Ja. Suche der heiligen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Drei heilige Flammen gibt es. Um sie zu finden, bedarf es der drei göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in den Wald von Faron, wo dich die erste deiner Prüfungen erwartet. Alright, dann bring es mir bei. Dieses Lied heißt Pharaoh's Mut, ein Lied des Mutes, das dich führen wird, Gebieter. Du hast Pharaoh's Mut eingeprägt! Das ging schnell. Gebieter, um die heiligen Flammen zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen und die göttlichen Schätze finden. Ich werde Pharaoh's Mut für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Wald von Faron. Statt einer Aurasuche fürs Rad, was sowieso rein gar nichts wirklich gebracht hat, kriegen wir jetzt eine bessere Aurasuche, wo wir den Eingang finden. Und der zeigt uns in die Richtung. Ich dachte, wir müssen zum Wald von Faron. So habe ich das zumindest verstanden. Wir haben ein neues Lied kennengelernt. Ich weiß aber nicht, wie man das spielt. Wir werden es aber bestimmt schon herausfinden. Link weiß es, wir wissen es noch nicht. Nicht schlimm. So, weg hier. Warte. Ja, wir sollten auch raus, glaube ich. Dann auf zum Wald von Faron. Und dort können wir nun unser neues Lied ausprobieren. Und ich weiß, ich sage ständig auf dem Weg zum vierten Dungeon. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Muss ich? Ich gehe einfach mal davon aus, dass es als nächstes weitergeht in irgendeinem vierten Dungeon. Das hat eine bestimmte Anzahl an Dungeon gibt, vielleicht 8 oder so. Und ja, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich bin einfach nur bisher nur darauf ausgegangen. Aber bisher wirkt das irgendwie nur wie so eine... Weiß ich nicht. Wie eine Sammeljagd. I don't know. Wir sammeln Flammen und dann können wir Zelda retten oder so. Vielleicht gibt es da zwischendrin noch einen Dungeon. Who knows? Ich weiß nur, dass wir nun zum Wald von Faron aufbrechen. Also wir sehen uns da gleich wieder. So, wo wollen wir eigentlich hin? Ich weiß es nicht, wo wir hin sollen. Ich gehe mal zum Anfang, weil Bardo wartet ja auch noch auf uns. Denke ich mal.
Wahrscheinlich haben wir noch ein Gespräch mit Bardo, oder? Über unseren neuen Song. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre das Portal der Prüfung ganz in der Nähe. Nutze die Aura-Suche, um den Ort zu finden und spiele Ferrosmut, um das Portal freizulegen. Gebieter. Jo. Machen wir. Wo lang? Da lang? Alles klar. Hier in die Richtung. Ich bin wahrscheinlich komplett falsch gelandet, oder? Egal, wir haben ein paar Abkürzungen. Wir werden es bestimmt schon finden. Weil es weit weg ist, werden wir uns gleich wiedersehen. Oh Gott, alle Gegner sind irgendwie stärker geworden, oder? Haut ab! Neuer Gegner. Aber kein Problem. Für mich. Gestellt, okay. Was mach ich denn jetzt? Da lang. Boah. Aua, das hat weh. Hier? An dem Ort? Ich meine, an dem Ort gab es nichts, als ich jetzt das erste Mal war. Aber schaut mal, hier können wir jetzt die Harfe spielen. Interessant, interessant. Ja, Musik. Wir spielen ein wunderschönes Lied. Und schalten wahrscheinlich einen neuen Teil von Florone frei. Das ist echt schwierig manchmal, ne? Hallo. Der regelt nicht. Also ohne Witz, die Steuerung ist echt schlimm. Ich hoffe, mit Controller ist das besser. Das probieren wir auf jeden Fall mal demnächst aus. Pff, das backt so rum. Beende es einfach. Komm, reicht jetzt. Danke. Ein lustiges Lied. Dein Lyra-Spiel und mein Sing von Ferrosmut haben mit dem Symbol auf den Boden reagiert und ein Relief ist erschienen, mein Gebieter. Es ist zu 90% wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Portal der Prüfung handelt, von dem dir in der Chatte der Lieder bereits berichtet wurde. Hier uns im Hintergrund, da beobachtet der Gegner. Stelle dich in die Mitte des Symbols und stoße dein Schwert in den Boden. Hm? What? Wie mach ich das? Ha! Was zum... Wo sind wir jetzt?